Ja, Leute, willkommen zum 13. Spieltag der Robofußball-Bundesliga. Ich bin wieder zurück, nachdem ein Internet nicht ganz funktioniert hat. Heute ist der 23. November. Ich weiß, das ist der Freitag und ich habe eigentlich das Video auf Samstag angekündigt. Aber jetzt bin ich morgen den ganzen Tag in Stuttgart und habe keine Zeit zum Hochladen oder zum Aufnehmen. Das heißt, ich mache das alles heute schon und lade es dann irgendwann im Verlauf des späten Abends hoch. Das werdet ihr dann sehen, das fertige Resultat. Naja, egal. Wir kommen heute zum brisanten Duellen, und zwar zwei Verfolger im Kampf um die Champions League. Ein bisschen abgeschlagen sind ja alle hinter Mainz, Mönchengladbach und Stuttgart zurück. Auf jeden Fall spielt Bayern gegen Hannover und wir sehen noch das Baden-Württemberg-Derby, Freiburg gegen Stuttgart. Ganz interessant. Außerdem kommt's zum einem der heftigsten Duelle im deutschen Fußball, Greuther Fürth gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann haben wir noch den ehemaligen Meisterverein gegen den aktuellen Meisterverein, Düsseldorf gegen Hamburg. Maximilian Beister sollte wieder kennen, der sich ein bisschen auskennt im Fußball. Erst und zweite Liga hat. Egal, nicht so viel Labern am Spiel. Als erstes FC Bayern gegen Hannover 96. Los geht's! Er springt über den München rüber, aber auch über das Tor. Ja. Kommt wieder zurück. Der geht einfach nicht rein. Wow! Der Münchner versucht es wirklich mit dem Abschluss aus der Luft. Sieht ein bisschen komisch aus und ist auch ein bisschen komisch zu kommentieren. Aber das war kein Tor. War knapp an der Grenze, aber ist kein Tor. Ich hab da das Auge. Na toll. Ein klasse Spiel mit dem mit einem 0815 Endergebnis, nämlich 9:0. Ups, ich hab ein paar Zettel umgeworfen. Weißt du, ich hab auch viel zu viel am Schrank kleben. Egal. Ist jetzt im Großen und Ganzen nicht so wichtig, das wollte ich einfach sperren. Nun ja, kommen wir auch schon zum zweiten Spiel heute an diesem schönen Freitag, an dem ich eine scheiß Chemiearbeit schreiben musste und die einfach nicht funktioniert hat. Egal, tut nichts zur Sache. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt, das nächste Spiel. Los geht's. Der gibt dem Schalker voll eine mit. Aber Schalke 5. Und Frankfurt mit dem Ausgleich, 1:1. Jetzt versucht das mit dem Kopf und kassiert nur das Gegentor. Ja, das war's. Schalke 04 besiegt Eintracht Frankfurt mit 2:1. Kein so schlechtes Spiel. Endergebnis ist in Ordnung. Zumindest für die Schalker. Naja. Ich sag mal, von der Spielinstanz her war's ganz okay. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre Schalke-Fan und hasse Frankfurt. Nein, nein, so ist es natürlich nicht. Also, es geht weiter mit dem norddeutschen Duell. Das habe ich vergessen. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Das wird auch ganz interessant. Das könnt ihr mal glauben. Jetzt aber erstmal los. Autostadt gegen Weserverein. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Los geht's. Das Spiel wieder drin. Aufs Tor und so. Das Tor hätte ich nicht gelten lassen, der hat nämlich kein Rot. Ja, Wolfsburg halt mal ganz unauffällig vor dem Bremer Tor und dann machen sie am Ende das entscheidende 1:0. Das ist natürlich eine super Chancenverwertung. Damit kann es weitergehen, aber würden sie schon die ganze Saison so spielen, wären sie ganz bestimmt nicht so weit hinten. Nun ja, Probefußball halt. Das nächste Spiel. Die TSG Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen. Leverkusen hat ja Hoffenheim gleich in der ersten Saison die höchste Niederlage der Hoffenheimer Bundesliga-Historie beigebracht. Aber es gewannen die Leverkusen mit 5:2. Naja, jetzt nicht so wichtig.
Mal sehen, was wir jetzt fabrizieren. Hoffenheim gegen Leverkusen, los geht's. Hoffen, dass sie keinen totalen Mist machen. Sieht eigentlich ganz gut aus, ich weiß. Ja. Und Leverkusen mit dem 0:1 und das Wasser schön. Toll. Das ist auch ein weiterer Befreiungsschlag für Leverkusen, dass sie ganz hinten rauskommen können. Und für Hoffenheim geht es nur weiter nach hinten. Sieht nicht ganz so gut aus. Reichgau. Jetzt, das fünfte Spiel am heutigen Tag, ist das Baden-Württemberg-Derby SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Mal sehen. Überraschungsteam mit einer starken Serie oder Tabellenführer, wer gewinnt hier? Los geht's! Auf jeden Fall mal das Überraschungsteam mit der Führung. Freiburg führt mit 1:0 gegen Stuttgart. Jetzt, oh, Stuttgart fast mit dem Ausgleich, aber der knallt an die Latte. Auch dank der Sprungfehler. Das ist schon das 2:0 für Freiburg. Die haben ja auch mit 7:0 gegen Mönchengladbach gewonnen, also die können es. Jetzt allerdings Stuttgart mit dem 1:2. Das ist Anschlusstor. Aber das war's. Der SC Freiburg besiegt damit auch den VfB Stuttgart und zwar mit 2:1. Fehlt bloß noch ein Sieg gegen Mainz und die sind absolute Favoritenkiller. Das ist jetzt auch die Chance für Mainz. Und für Mönchengladbach. Ja, toll. Mir fällt gerade alles von der Wand weg. Lauter Bilder. Ich muss mal schauen, spielt Mainz noch gegen Freiburg in der Runde? Nein, haben sie schon. Irgendwann mal. Ja, ich suche es jetzt aber nicht. Egal. Das sechste Spiel lautet Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Ja, Dortmund ist wie gesagt Tabellenletzter. Überraschend, die sind ja amtierender deutscher Meister im echten Fußball. Wie gesagt, Profifußball ist ja die erste Saison, ne? Mal sehen, wie sie sich diesmal schlagen. Mainz gegen Dortmund. Auf geht's. Mainz mit dem Abschluss und dem 1:0. Aber das war's auch schon wieder, oder? Ja, der prallt von der Feder ab. Mainz besiegt Dortmund mit 1:0 und Dortmund bleibt in der Krise. Mainz macht weiter mit dem Höhenflug. Damit sind sie vorbei am VfB Stuttgart. I don't believe it. Das siebte Duell am heutigen Spieltag. Der FC Augsburg empfängt seinen Lieblingsgegner, nämlich Borussia Mönchengladbach. Gegen die haben sie nämlich letztes Jahr kein Tor kassiert. Mit 1:0 und 0:0. Das 0:0 da. Welcher Spieltag war das? Glaube ich, der 33. Da hat dann Augsburg den Klassenerhalt klar gemacht und Mönchengladbach die Champions League Quali. Gebracht hat es Gladbach da relativ wenig. Die haben sich nicht qualifiziert gegen starke Mannschaft. Bienenstarke Mannschaft. Artikel vergessen. Gegen die starke Mannschaft aus Kiew. Gegen Dynamo. Egal, das tut jetzt nichts zur Sache. Augsburg gegen Mönchengladbach. Los geht's. Show me a Döner. Show me a Döner. Ah, schießt eiskalt das Robotergestell darunter. Passiert aber relativ wenig. Das ist aber das 0:1. Und der kommt nicht mehr aus dem Tor, das sehe ich so. Damit unterliegt Augsburg Mönchengladbach mit 0:1 und das müsste wieder die Tabellenführung von Mönchengladbach sein. Dann geht's weiter mit dem Franken-Derby, das Nachbarschafts-Derby. 11 Kilometer trennen die beiden Stadien von Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Mal sehen, wie spielen die jetzt? Los geht's!
Spannung. Greuther führt gleich mal mit der Führung. Mit dem 2:0. Na, Nürnberger verspart einfach mal das Tor, aber er kommt trotzdem noch ran. 1:2. Aber Nürnberg führt mit dem 3:1 fast dem vierten Tor dreimal gegen die Latte. Ich glaub's nicht. Und jetzt drüber. Das Glück hatte heute nicht unbedingt der Vierte. Er könnte schon Haushof führen. Aber es reicht. Greuther Fürth entscheidet das Franken-Derby für sich. 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Damit kommen wir auch schon wieder zum letzten Duell des Spieltags, nämlich das ehemalige Beister-Club-Duell gegen amitierender Beister-Club. Ja, das Duell habe ich an die falsche Stelle gesetzt. Mein Deutsch ist heute wieder perfekt. Und zwar würde ich mal sagen, wir legen einfach los. Düsseldorf gegen Hamburg. Komm mal. Das war ein bisschen unfair für den Düsseldorfer. Wir legen neu auf. Das ist die erste Neuauflage heute, das freut mich. Düsseldorf gegen Hamburg, los geht's. Der schmeißt den Hamburger um und nutzt das zu seinem Vorteil. Oh mein Gott. Das war zu langweilig. Muss man ganz klar sagen. Ihr wollt mir doch nicht mit dem letzten Spiel jetzt noch den Tag versauen, oder? Düsseldorf gegen Hamburg. Jetzt aber bitte zum letzten Mal. Ich sag dir bitte zum letzten Mal. Neuauflage. Die dritte jetzt. Düsseldorf mit dem Waldschuss. Ich hätte die Lautsprecher ausmachen sollen. Wahrscheinlich hat man es jetzt gehört, ich habe eine SMS bekommen. Die lese ich jetzt aber noch nicht. Ich mache es einfach so, ich trage jetzt nicht dieses 0:0 ein. Wir legen das noch einmal neu auf und hoffen, dass dabei was Gutes rauskommt. Toll, wir müssen nochmal auflegen. Zum fünften Mal jetzt. Düsseldorf gegen Hamburg. Bitte, sei es das letzte Mal. Das sieht ganz gut aus. Ja, das war's. Das ist auch das 1:0 von Fortuna Düsseldorf, das 2:0. 3:0. Der wirft den Hamburger um. You don't say. Naja, das war's auch. Der überschreitet die Fährte nicht mehr. Mit 3:0 besiegt Düsseldorf die Hamburger. Und damit wär's das auch wieder von heute. Der nächste Spieltag, wir müssen schauen, dann findet er statt. Das ist unter der Woche. Toll, ganz toll. Ich sag, Dienstag, der 27. November, habe ich keine Mittagsschule, sollte aber mal so klappen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute. Bye.